Ich möchte mir in diesem Video mit euch zusammen einmal ansehen, was muss ich machen, um diese Zigbee-Geräte von Lidl bei mir ins Home Assistant einzubinden und ist das wirklich so einfach, wie alle immer sagen? Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Thema Home Assistant und zwar habe ich mir ein paar neue Geräte bestellt. Wie ihr seht im Lidl-Shop, denn Lidl hat zurzeit Smart-Home-Geräte im Angebot. Diese kriegt ihr aktuell in der Filiale. Ich hoffe, ich kriege das Video schnell genug fertig. Ansonsten gibt es diese auch online noch zu kaufen. Und zwar sind diese Zigbee-kompatibel. Zigbee stand bei mir schon lange auf der To-Do-Liste. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, mir auch direkt so einen Zigbee-Stick besorgt, denn da braucht man einen extra USB-Stick für, kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Und ich möchte mir in diesem Video mit euch zusammen einmal ansehen, was muss ich machen, um diese Zigbee-Geräte von Lidl bei mir ins Home Assistant einzubinden und ist das wirklich so einfach, wie alle immer sagen. Um das zu testen, haben wir ein paar Geräte zur Auswahl. Schauen wir mal, was ich hier bestellt habe. Einmal so eine ganz normale Zwischensteckdose, also in die Steckdose rein, Endgerät hier vorne rein und wir können es per Home Assistant an- und ausschalten. Dann so eine smarte Lampe. Ich persönlich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, weil wenn man den Lichtschalter ausmacht, ist die Lampe halt auch tot, weil sie keinen Strom mehr hat. Nichtsdestotrotz, ich habe gedacht, einfach um die Palette vollständig zu machen, lass dir mal eine kommen, probier es mal aus. Dann habe ich gedacht, ein Sensor darf auch nicht fehlen. Fenstersensoren habe ich jetzt gerade meine ganzen Fenster ausgestattet, von daher habe ich davon abgesehen. Aber einen Bewegungsmelder habe ich mir mal noch mitbestellt. Passend zur Weihnachtszeit diese LED-Stripe. Da bin ich besonders gespannt drauf. Auch wenn meine Frau mich ein bisschen schief angeguckt hat, als ich gesagt habe, ich kaufe jetzt hier eine RGB-LED-Stripe. Weil, naja, die ist scheinbar wirklich für einen Weihnachtsbaum gedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich die unbedingt bunt im Weihnachtsbaum haben möchte, aber naja, mit dem Argument, sie kann auch weiß, war es dann in Ordnung. Wir schauen uns das Ganze mal an, schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Büro und legen los. Halt, eine Sache noch. Der Stick. Der ist natürlich nicht von Lidl. Den habe ich mir bei Amazon bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bei diesem Stick handelt es sich um einen CC2531. Das ist ein kleiner Zigbee-USB-Stick. Mit dieser Antenne dazu, Link unten in der Videobeschreibung. Achtet darauf, der muss schon mit der passenden Firmware geflasht sein, ansonsten habt ihr noch wieder zusätzlichen Aufwand. Gut, flashen ist an sich auch kein Hexenwerk, möchte ich in diesem Video aber nicht drauf eingehen, also in dem Video gehen wir davon aus, dieser USB-Stick ist schon geflasht. Ich weiß selber noch nicht, ich habe noch keine Erfahrung damit, wie sinnvoll diese Antenne wirklich ist. Bei mir auf dem Discord wurde auch schon gesagt, nö, ich nutze eigentlich immer den ohne, funktioniert tadellos, auch über mehrere Etagen. Zur Sicherheit, ich habe mir direkt einen mit Antenne bestellt. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Bevor ich ins Büro wechsle, aber noch ein Punkt in eigener Sache. Und zwar, wenn ihr noch was bei eBay oder Amazon bestellen wollt, dann würde es mich riesig unterstützen und freuen, wenn ihr dafür meine Partnerlinks verwenden würdet. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung, also darüber einfach auf Amazon oder eBay wechseln, ganz normal eure Bestellung aufgeben. Würde mich riesig unterstützen, denn ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche, ich würde aber eine kleine Provision dafür bekommen. An der Stelle riesengroßes Dankeschön dafür. Wenn ihr schon runterscrollt, klickt direkt auf den Like-Button, lasst ein Abo da und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Auch dafür vielen, vielen Dank und wir legen jetzt los mit den Zigbee-Geräten von Lidl. Ja, hier sind wir nun in meinem Home Assistant. Wie gesagt, ich gehe davon aus, euer USB-Stick ist bereits geflasht. Eine Anleitung dazu verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und eine weitere Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist der Mosquito, also ein MQTT-Broker. Wie der zu installieren ist, das haben wir auch schon mal im Stream gezeigt. Den findet ihr im Supervisor. Hier ist der MQTT-Broker. Wenn ihr ihn nicht installiert habt, könnt ihr das hier über den Add-on-Store machen. Ansonsten schaut mal oben in die Infobox. Da verlinke ich auch nochmal den Stream, wo ihr euch angucken könnt, wie wir den MQTT-Broker installieren. Was wir jetzt aber als allererstes dann für die Zigbee-Integration brauchen, ist die Integration Zigbee to MQTT. Damit wir das Home Assistant Add-on Zigbee to MQTT hier aber installieren können, müssen wir jetzt erstmal ein Repository hinzufügen und das machen wir, indem wir hier oben auf die drei Punkte klicken, dann auf Repositories
Dazu füge ich jetzt einfach mal die URL zum HAS.io Zigbee2MQTT Add-on hinzu. Auch diese Adresse verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir klicken hier auf Add. Und jetzt sehen wir hier, Home Assistant Add-on Zigbee2MQTT wurde hinzugefügt. Dann können wir das hier schließen und suchen jetzt mal hier nach Zigbee. Dann sehen wir hier, ist jetzt auch das Add-on aufgetaucht. Das wählen wir aus und sagen Install. So, das Add-on ist installiert. Es steht auf Start on Boot. Wir haben aber noch nicht neu gestartet. Wir schauen uns aber, bevor wir es jetzt hierüber starten, mal die Konfiguration an, denn diese ist wohl noch ein bisschen anzupassen. Und zwar wohl hauptsächlich der MQTT-Bereich, denn wir müssen hier ja sicherstellen, dass diese Integration auch mit unserem MQTT-Broker kommunizieren kann. Das Base-Topic können wir so lassen, Zigbee2MQTT ist hier okay. Was wir ändern müssen, ist hier der Server. Bei mir ist das 192.168.5.50 und der Standardport ist 1883. Die IP-Adresse müsst ihr natürlich an die IP-Adresse von eurer Home Assistant-Installation anpassen, beziehungsweise die IP von eurem MQTT-Broker, wenn dieser nicht auf Home Assistant selber installiert ist. Mein MQTT-Benutzer ist MQTT. Dann tragen wir noch hier das Passwort des MQTT-Benutzers ein und damit ist die MQTT-Konfiguration auch schon abgeschlossen. Damit nachher eure ganzen Zigbee-Geräte überhaupt erkannt werden, müsst ihr noch Permit Join auf True setzen. Aus Sicherheitsgründen solltet ihr diesen Parameter, wenn alle Geräte eingebunden sind, wieder zurücksetzen auf False, damit sich hier keiner unberechtigt Zugriff verschaffen kann. Wir lassen es jetzt aber erstmal so auf True stehen, scrollen etwas runter und wir sagen hier unten einfach mal Save. Jetzt gehen wir wieder auf Info und klicken hier unten einfach mal auf Start. Wir schauen mal ins Logfile. So, und es scheint, als wenn das System erfolgreich gestartet würde. Ich packe jetzt einfach mal die Steckdose aus und stecke diese mal in die Steckdose. So, ich habe jetzt gerade das Logfile nochmal aktualisiert. Er hat Zigbee2MQTT jetzt auch erst wirklich gestartet. Also wir waren eben eigentlich noch gar nicht fertig. Und das wirklich Wichtige ist hier, Connecting to MQTT Server @, weil wenn das nicht funktioniert, dann kann der Rest auch nicht funktionieren. Aber hier seht ihr jetzt, er ist mit unserem MQTT Broker verbunden und schickt hier auch schon fleißig irgendwelche Pakete hin und her. Aber schauen wir mal in die Integrationen. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen, Integrationen. Wir suchen jetzt also hier unsere MQTT-Integration. Die haben wir hier und sie hat zwei Geräte und 355 Entitäten. Ja, 355 Entitäten durch die 433 MHz Bridge artet das Ganze bei mir hier ein wenig aus. Wir gehen einfach mal auf die zwei Geräte. Und da seht ihr einmal mein OpenMQTT Gateway, also die 433 MHz Bridge. Und hier oben ein neues Gerät, und zwar Hersteller Silvercrest Modell Smart Plug. Das ist also die Steckdose von Lidl, die ich gerade eben erst eingesteckt habe. Ich habe nichts weiter getan, ich habe nur die Steckdose in die Steckdose gesteckt. Klingt immer noch komisch. Und habe ein einziges Mal den Knopf gedrückt. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich den Knopf überhaupt hätte drücken müssen. Sie taucht auf jeden Fall sofort hier auf. Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Ich packe mal das nächste Gerät aus. So, und jetzt habe ich den Bewegungsmelder in der Hand. Der hat hier so eine kleine Schutzfolie, wodurch verhindert wird, dass die Batterie im Inneren schon angeschlossen ist. Die ziehe ich jetzt einfach mal raus. So, die LED fängt an zu blinken. Das heißt, der Bewegungsmelder scheint jetzt schon aktiv zu sein. Ich aktualisiere mal die Seite. Ne, es passiert noch nichts. Na, das Blinken hat aufgehört. Aktualisieren wir nochmal? Nein. Tja, aus irgendeinem Grund möchte er den Bewegungsmelder hier gerade nicht hinzufügen. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit den anderen Geräten. So, ich komme gerade wieder die Treppe hoch aus meinem Esszimmer. Und zwar habe ich da mal die Glühbirne reingeschraubt in die Fassung. Und in der Zeit, wo ich die Treppe hochgelaufen bin, hat Home Assistant sogar die Glühbirne schon eingebunden. Hier sehen wir Hersteller Tuya, Modell RGB und CCT Light, angebunden über MQTT. Also sehr schön, die Glühbirne funktioniert auch reibungslos.
Dann kommen wir jetzt als nächstes noch zur Lichterkette. Die schließe ich jetzt auch mal eben an. Da musste ich jetzt mal kurz in die Bedienungsanleitung schauen, aber wie ihr seht, Smart LED String Light wurde auch erkannt, Hersteller ist auch Silvercrest. Der einzige Trick bei dieser LED-Stripe ist, da ist ein RGB-Controller dran, dieser hat zwei Tasten und man muss die Taste mit dem Buchstaben F auf dem Controller markiert, ungefähr 6 Sekunden lang gedrückt halten, dann fangen die LEDs weiß an zu blinken und sobald sie verbunden sind, wechseln die LED ihre Farben auf rot und siehe da, hier haben wir auch die LED-Stripe eingebunden. Ich würde sagen, jetzt schaue ich auch mal eben bei dem Bewegungsmelder noch in die Bedienungsanleitung, ob es hier nicht auch einen Tipp gibt, wie man das Ganze verbinden kann. Ah, und siehe da, der Smart Motion Sensor ist auch eingebunden. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, auf der Seite von dem Bewegungsmelder befindet sich ein kleines Loch. Da habe ich jetzt mal mit einer Nadel den dahinter befindlichen Reset-Taster für 2 Sekunden gedrückt. Und siehe da, 5 Sekunden später erscheint das Gerät von ganz alleine in unserem Home Assistant. Also ich muss zugeben, das war wirklich viel einfacher, als ich es je für möglich gehalten hätte. Die Geräte koppeln sich wirklich von ganz alleine. Da ich jetzt aber alle meine Zigbee-Geräte hier integriert habe, wechsle ich nochmal kurz in den Supervisor, in die Integration Zigbee to MQTT. In der Konfiguration schalten wir nämlich jetzt hier das Permit Join wieder auf False, speichern das Ganze und starten das Add-on neu. Jetzt können keine weiteren Geräte sich mehr hier irgendwie einklinken. Ist mir persönlich aber auch lieber, bevor ich hinterher Zigbee-Geräte vom Nachbarn oder so hier mit drin habe. Ja, und ich würde sagen, da das so gut geklappt hat, schauen wir uns jetzt mal an, wie wir die Geräte in die Oberfläche integrieren. Um uns aber das Einbinden ins UI ein bisschen zu vereinfachen, denn diese Namen hier sind ja doch recht kryptisch und schlecht zu merken, machen wir noch eine kleine Sache vorab. Und zwar, wir öffnen jetzt mal die Einstellungen in einem neuen Tab, einfach damit wir die Geräteübersicht hier weiterhin offen haben. Und in den Einstellungen wechseln wir mal auf den Bereich Anpassungen. Hier sehen wir schon, hat er jetzt ein Gerät mit D5, D3 am Ende ausgewählt. Wir schauen mal eben, welches das ist. D5, D3 ist unsere LED-Lichterkette. Und dann nennen wir die doch jetzt auch einfach mal so. Und um den Anzeigenamen zu ändern, wählen wir hier unten, wähle ein Attribut zum Überschreiben aus und wir sagen Other. Denn das, was wir ändern wollen, steht hier leider nicht drin. Also sagen wir hier friendly_name. Und nennen das Ganze einfach mal Lidl LED Lichterkette. Das speichern wir so. So, und jetzt sehen wir hier Lidl LED Lichterkette Light. Er hat also jetzt unsere Entität umbenannt. Und das Gleiche machen wir jetzt mit den anderen Geräten auch noch. Wir gehen wieder hier in die Geräteübersicht. Nehmen wir als nächstes unsere RGB-Lampe, also die Glühbirne, die keine Glühbirne ist, aber die Form von einer Glühbirne hat. Das ist die mit der A306 am Ende. Die suchen wir jetzt mal. Also 0x und A306 am Ende. Gehen hier hin. Ich tippe mal einfach die 0. Und dann haben wir hier A306. Und zwar brauchen wir davon das Licht. Wir wählen wieder ein Attribut zum Überschreiben aus. Gehen auf Other. Sagen hier wieder friendly_name. Und das Ganze nennen wir jetzt RGB-Birne. Oh, nennen wir es Lidl RGB-Birne, sagen Speichern. So, und damit hätten wir auch schon das zweite Gerät umbenannt. Das dritte wäre unser Bewegungsmelder, der hat C8C1 am Ende, den suchen wir jetzt wieder. Wir tippen einmal die 0, suchen dann C8C1. Uns geht es um Occupancy, also diesen Binärsensor, den möchten wir umbenennen, denn das ist unser Bewegungsmelder. Wenn wir nochmal hier rüber gehen, können wir das auch hier sehen, indem wir auf dieses Gerät draufklicken. Dann sehen wir hier unten ja die Sensorwerte, die übermittelt werden. Und da sehen wir die Bewegung, die steckt hinter diesem Occupancy. Der sagt gerade ruhig hier, wenn ich meine Hand drüber halte, sagt er Bewegung erkannt. Das ist also unser Bewegungsmelder, den wir brauchen. Das ist dieser hier und hier machen wir jetzt also wieder das gleiche. Other, friendly name und Lidl Bewegungsmelder.
Wir sagen Speichern. So, und hier kommt jetzt am Anfang immer diese Warnung. Es scheint, dass die Konfiguration YAML nicht korrekt ist. Binde Customize YAML ein. Die ist bei mir eingebunden. Das funktioniert an sich auch. Ich weiß gerade nicht, warum er diesen Hinweis bringt. Wahrscheinlich nur, um mir zu sagen, dass das erst nach einem erneuten Laden der Konfiguration angewendet wird, wenn das Include vorhanden ist. Falls ihr jetzt nicht wisst, was mit dieser Meldung gemeint ist, zeige ich euch das mal eben kurz. Und zwar, wir gehen mal in den File-Editor und schauen uns mal meine Configuration YAML an. Und in meiner Configuration YAML, in dem Abschnitt Home Assistant, habe ich einen Eintrag Customize. Und dahinter steht Ausrufezeichen include customize.yaml. Mit dieser Zeile sorge ich dafür, dass die Datei customize.yaml hier als Customize-Block eingefügt wird. Also er lädt an dieser Stelle jetzt die Datei customize.yaml. Und wenn wir uns mal die Datei customize.yaml anschauen, dann seht ihr hier verschiedene Einträge, wo bestimmte Eigenschaften von einzelnen Entities quasi überschrieben werden. Und hier seht ihr jetzt auch zum Beispiel für das Light Entity mit D5, D3 am Ende wird hier der Friendly Name Lidl LED Lichterkette gesetzt. Das ist also die Konfigurationsdatei, die er schreibt, wenn wir über diesen Bereich Einstellungen, Anpassungen gehen. Ja, nur, dass ihr das mal gesehen habt. Falls diese Meldung kommt und ihr diese Customize YAML noch nicht erzeugt habt, geht ihr in euren File-Editor, könnt hier oben einfach sagen, neue Datei anlegen, tragt hier dann ein customize.yaml und würdet dann sagen, okay, ich klicke in meinem Fall jetzt auf Abbrechen, weil bei mir gibt es die Datei schon. Und in eurer Configuration YAML müsstet ihr im Home Assistant Block diese Zeile eintragen, damit diese Anpassungen funktionieren können. Da das bei mir schon vorhanden ist, ignoriere ich die Meldung. Wir gehen wieder auf Einstellungen, Anpassungen. Wenn ich mir jetzt nochmal den Lidl Bewegungsmelder anschaue, dann sehen wir auch, hier steht jetzt Lidl Bewegungsmelder. Als Name steht hier auch Lidl Bewegungsmelder. Das hat also alles funktioniert. Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Also nochmal zurück. Den Bewegungsmelder haben wir auch. Das Einzige, was noch fehlt, ist jetzt die Steckdose. Die machen wir auch noch eben schnell. Und zwar ist das am Ende 814A. Das suchen wir jetzt hier wieder. Ich drücke die 0 und suche dann 814A. Das haben wir hier. Davon möchten wir den Switch und nicht den Qualitätssensor. Attribut, Other, Friendly Name, Lidl Steckdose. Wir sagen wieder Speichern. Ich weiß nicht, warum er hier immer die Entität wechselt, aber wenn ich aber die Steckdose dann nochmal neu lade, dann ist eigentlich wieder alles in Ordnung. Also von daher, da scheint Home Assistant gerade irgendwie ein bisschen Probleme bei der Anzeige zu haben, beziehungsweise beim Aktualisieren. Ist auch egal, es funktioniert auf jeden Fall so. Wir haben alle unsere Geräte umbenannt und können jetzt mit der Integrierung in der Oberfläche beginnen. Dafür gehen wir in den Bereich Übersicht. Hier habe ich ja schon einen neuen Bereich angelegt. Und jetzt sagen wir dann einfach mal Benutzeroberfläche konfigurieren und wollen jetzt eine neue Karte hinzufügen. Fangen wir mal einfach an mit der Schaltfläche Lidl-Steckdose, die bietet er uns ja netterweise direkt hier oben an. Entität hat er somit jetzt schon ausgewählt, ich lasse mal einfach alles so wie es ist und sage hier Speichern. Wir fügen direkt die nächste hinzu, sagen wieder Schaltfläche und suchen jetzt hier mal nach Lidl und hätten jetzt hier gerne noch die RGB-Birne. Sagen wieder Speichern. Ich lege jetzt erstmal hier alles als Schaltfläche an. Dann haben wir hier noch die Lichterkette, die fügen wir auch hinzu. Und den Bewegungsmelder. Jetzt mache ich das Ganze mal zu. So, und jetzt sehen wir hier die Steckdose, die kann ich jetzt hier drüber schon schalten. Die Glühbirne lässt sich ebenfalls ein- und ausschalten. Wenn ich jetzt hier drauf gedrückt halte und loslasse, dann sehen wir auch, ich kann hier auch die Helligkeit regeln. Wir schalten sie nochmal ein. Dann seht ihr, ich kann einmal die Farbtemperatur regeln, zum Beispiel mehr Gelb oder mehr Blauanteil. Gehen wir mal so ein bisschen in die Mitte. Alternativ kann ich hier aber auch sagen, ich hätte gern Blau, ich hätte gern Rot, ich hätte gern Grün. Wie auch immer ich das gerne hätte. Und wir haben hier sogar schon Effekte vordefiniert. Wie das alles aussieht, das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ich setze das Ganze jetzt einfach erstmal wieder auf Orange und mache das Ganze zu. Die LED-Lichterkette sieht von der Oberfläche genauso aus. Wir können sie einschalten, wir können sie ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, können wir hier gedrückt halten, lassen los und haben jetzt hier unsere Farbwahl, über die wir die Helligkeit regeln können.
und genauso auch die Farbe auswählen können. Hier werden uns leider keine Effekte mehr angeboten, obwohl die Lichterkette eigentlich Effekte unterstützen würde. Aber diese Effektwahl funktioniert zumindest über den Controller, heißt, wir können zumindest am Controller einen Knopf drücken, dann werden Effekte aktiviert. Etwas schade, dass die in der Oberfläche nicht auftauchen, aber nun gut. Beim Bewegungsmelder seht ihr, der ist jetzt wieder grau, heißt, er hat keine Bewegung mehr. Wenn ich jetzt mit der Hand hier drüber gehe, seht ihr, das Männchen wird sofort blau und läuft, also er hat jetzt hier Bewegung erkannt. Diese Bewegung bleibt auch eine ganze Zeit aktiv. Ich persönlich finde es immer etwas schöner, wenn die Bewegungsmelder auch ziemlich unmittelbar wieder abschalten, sobald keine Bewegung mehr vorhanden ist. Aber so schnell und einfach habt ihr auf jeden Fall eure Geräte von Lidl in euer Home Assistant integriert. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal alle eben vorgestellten Geräte, bis auf die Glühbirne, die hängt überm Tisch in der Deckenlampe. Dazu komme ich also als Letztes. Fangen wir einfach mal mit dem Bewegungsmelder an. Dafür habe ich euch jetzt hier schon mal die Home Assistant App auf dem Smartphone geöffnet. Und ich denke, ihr seht hier das graue Männchen, also hier ist gerade keine Bewegung. Wenn ich jetzt hier mit der Hand mal ein bisschen herwische, dann seht ihr hier, das Männchen wird blau, der Bewegungsmelder hat die Bewegung also erkannt. Ja, der nächste Punkt ist hier die LED-Lichterkette. Die ist nicht zu übersehen, das ist hier diese LED-Kette, auch sehr schön verarbeitet. Die ganze LED-Stripe ist hier irgendwie, ich glaube, 20 Meter lang, hat auch nochmal ein 10 Meter Kabel da dran vor dem Controller, was das Verlegen auch nochmal sehr angenehm macht. Und ja, hier ist der Controller, hier kann ich noch die Effekte und die Farbe einstellen, wenn ich das möchte, über diese Knöpfe. Das mache ich jetzt aber mal nicht, denn uns geht es ja um die Steuerung per Home Assistant. Und hier können wir jetzt die LEDs einschalten. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, kommen wir auch hier in die Farbwahl und ich kann zum Beispiel sagen blau, ich kann sagen grün, wir können auch auf Türkis wechseln oder orange oder natürlich auch rot. Dann kann man hierüber noch die Helligkeit einstellen. Ja, ihr seht, die flackert immer so ein kleines bisschen beim Umstellen, aber danach hält sie den Farbton eigentlich ziemlich konsequent. Und natürlich können wir sie auch wieder ausschalten. Ja, dann haben wir hier noch die Steckdose. Etwas klobiger als die Shellys, aber nicht viel. Also in der Regel passt die sicherlich überall hin. Hier in so einer Mehrfachsteckdosenleiste ist das ein kleines Problem, weil die nächste Steckdose immer überdeckt wird. Das ist bei den Shellys aber eigentlich auch nicht viel anders. So, und ich habe einmal hier über den Taster die Möglichkeit, diese Steckdose ein- und auszuschalten. Wenn ich jetzt hier drücke, ist die Steckdose ein. Wenn ich nochmal drücke, ist sie wieder aus. Da kriegt Home Assistant leider nichts von mit, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ist aber leider so, ich kann aber eben über Home Assistant diese Steckdose genauso auch ein- und auch wieder ausschalten. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, ich mache es nochmal. Schalten Sie ein, dann seht ihr hier, ist die LED angegangen und wenn ich nochmal drücke, geht sie auch wieder aus. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal eben noch über zu der Lampe. Dazu schwenke ich jetzt mal kurz nach oben. So, ich halte jetzt einfach mal mein Handy hier ins Bild. Ich hoffe, ich wackel nicht allzu sehr. Und wenn wir jetzt die RGB-Birne einschalten, seht ihr, sie geht auch an. Und wenn ich hier gedrückt halte, kommen wir auch wieder in die Farbwahl. Wir können hier umstellen auf blau, wir können hier umstellen auf grün, orange oder gelb. Und na, da reichen meine Finger nicht. So, pink funktioniert auch. Ja, man sieht es, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich mache mal eben kurz das andere Licht aus. So, jetzt erkennt man es zumindest außen am Lampenschirm. Das Licht selber ist irgendwie nicht so gut. Ja, dann haben wir hier über den Schieberegler auf jeden Fall noch die Möglichkeit, die Lichtwärme einzustellen. So haben wir das Ganze jetzt eher in einem Warmweiß, das ist schon fast gelb-orange, oder eben in diesem Reinweiß, also das bläuliche Weiß. Wir können aber auch jede Zwischenstufe wählen, also ich sag mal, so bei 30% des Warmweiß, finde ich persönlich, ist das Ganze immer noch am angenehmsten. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert auf jeden Fall in Echtzeit, also in dem Moment, wo ich schalte, schaltet eigentlich hier auch wirklich die Birne. So, jetzt kommen wir aber noch zu einem Phänomen, was ich entdeckt habe, und zwar, wenn ich jetzt hier auf Rot schalte, geht die Lampe einfach aus. Rot ist also nicht so das Ding, was die Lampe mag. Alle anderen Farben funktionieren, also auch
leichte Rottöne, die eher ins Orange gehen, funktionieren. Nur reines Rot mag sie irgendwie nicht. Gehen wir nochmal auf was anderes und dann nochmal auf Rot. Also ihr seht, mit Rot hat sie ein Problem. Weiß nimmt sie, Blau nimmt sie. Das funktioniert eigentlich alles. Ich weiß nicht warum, ob meine hier eine Macke hat. Ich kann es nicht sagen. Reines Rot geht einfach nicht. Ja, soviel zum Thema Zigbee Smart Home Geräte von Lidl in Home Assistant verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über die Geräte geben, was die so taugen. Ich meine, 10 Euro für eine Steckdose, 10 Euro für einen Bewegungsmelder ist sicherlich noch in Ordnung, vor allem weil sie wirklich so einfach einzubinden sind. Bei der Glühbirne, wie gesagt, ich bin da nicht so der Freund von dieser Art von Geräten. Einfach Lichtschalter aus, Gerät ist ohne Funktion. Finde ich persönlich nicht so schön. Ich persönlich setze da lieber die Unterputzgeräte ein, die sich hinter den Schalter hängen oder tausche direkt den ganzen Schalter aus. Ist natürlich immer die Frage, kann man das in einer Mietwohnung? Darf man das? Möchte man das? Wenn nicht, dann sind die Glühbirnen natürlich immer noch eine Alternative. 18 Euro ist natürlich dann auch wieder, finde ich, ein recht stolzer Preis, aber immer noch günstiger als Hue etc. Ja, und die größte Frage, ob es wirklich das Geld wert ist, ist natürlich hier diese 200 LED Lichterkette. Sie ist IP44. Ich glaube, das ist für einen Außeneinsatz tragbar. Ich bin aber ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Guck da lieber nochmal nach. Funktioniert an sich ganz gut. Von der Verarbeitung her sieht das Ganze auch wirklich gut aus. Der Controller, der macht auch eigentlich einen robusten Eindruck. Aber es sind nun mal auch stolze 60 Euro. Das muss letzten Endes jeder selber für sich entscheiden. Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Ich hoffe aber, ich konnte euch mit dem Video zumindest bei eurer Entscheidungsfindung ein bisschen weiterhelfen. Und selbst wenn es nicht darum ging, wisst ihr jetzt zumindest, wie man Zigbee-Geräte in Home Assistant einbinden kann? Wenn ich doch noch irgendwas vergessen habe oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche euch zu helfen, wo ich kann. Ansonsten, wenn ich euch mit dem Video weitergeholfen habe und es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!